Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne das Unboxing von der wunderschönen Box von Contra Junkie in Kooperation mit Purish vorstellen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Leute, ich bin stolz auf meine Kollegin, muss ich wirklich sagen. Denn Kati hat eine unfassbar starke Community. Und deswegen hat sie die Möglichkeit bekommen, mit Purish zusammen ihre eigene Box herauszubringen oder ihre eigene Tasche. Und Leute, sowas finde ich immer aufregend und richtig, richtig cool. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an die liebe Kati für dieses mega coole Projekt und für diese total coole Möglichkeit. Ihr könnt diese Tasche für 79,90 Euro bekommen, wenn ihr sie in den Einkaufskorb legt und dann den Code LOVEBUNDLE eingebt. Ich setze euch das mal unten in die Infobox rein, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich möchte euch jetzt aber auch super gerne den Inhalt von der Tasche zeigen, denn der ist wirklich besonders. Und ich hatte heute tatsächlich ein Interview mit einer Uni, die ein Forschungsprojekt über Influencer und so weiter machen, und die haben auch eine ganz interessante Frage gestellt, nämlich ob man die anderen Content Creator als Kollegen sieht oder ob man sie als Konkurrenz sieht. Und ich habe mich damals entschieden, das habe ich da auch in dem Interview erwähnt, dass für mich alle Content Creator Kollegen und Kolleginnen sind, einfach weil ich das wichtig finde, dass man sich halt jetzt nicht irgendwie so gegenseitig basht oder sonst irgendwas. Und ich finde, damit kommt man auch irgendwie entspannter durch die ganze Geschichte, durchs Leben. Denn eigentlich ist es auch tatsächlich so, ne? Man sollte sich unterstützen, man sollte sich auch in irgendeiner Art und Weise vernetzen. Und Kati habe ich kennengelernt in der Kommunikation. Wann war das? Also wirklich kennengelernt, also ich schaue sie ja schon total lange und dann hat man immer mal wieder in den Kommentaren geschrieben. Aber ich glaube, letztes Jahr kurz vor der Glow in Essen haben wir uns dann auch ein bisschen privater ausgetauscht und einfach ein wundervoller Mensch. Kann ich nicht anders sagen. Sie ist super, super lieb und ich habe ihr auch echt meine allergrößten Glückwünsche ausgesprochen, als sie tatsächlich dann ihre Bag rausgebracht hat, ne? Und natürlich habe ich mir die auch bestellt, ne? Und auch selber bezahlt. Das ist jetzt nicht PR oder sonst irgendwas, auch wenn ich ja selber mit Purish zusammenarbeite. Aber das kommt ja Kati zugute, ne? So, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ja, Kati hat das, wie gesagt, auch ein bisschen anders gestaltet. Das heißt, wir haben hier nicht eine klassische Lidschattenpalette oder sowas drin. Was ich halt cool finde, weil das ist halt so richtig Katis Style, ne? Also ich bin mega Lidschattenpaletten-Fan. Ich hätte safe auch eine reingepackt, standardmäßig und so weiter, in Anführungsstrichen standardmäßig. Aber Kati hat sich gedacht, nein, ich bin ein Fan von den Denisa Myricks Twin Flames. Und deswegen hat sie die mit reingepackt, jedenfalls in der Farbe True Love. Und damit macht sie halt auch ihren Staple-Look. Deswegen passt es einfach so, so gut. Und ich werde euch, ich denke auf Instagram, einen Look mit den Produkten mal schminken. Und wenn man die Farbe so sieht, das ist so, oh mein Gott, Hilfe. Wirklich Hilfe. Weil das relativ dunkel hier aussieht. Aber wenn man sich so ihren Look reinzieht, den sie damit gemacht hat, mit diesen zackigen Flames halt wirklich auf den Augen, es passt. Und es würde tatsächlich sogar zu meinem Oberteil passen, ne? Das ist einfach richtig cool. So grün, Mauve-Farben, Schimmer, Duochrome, was auch immer. Wahnsinnig cool. Oh mein Gott. Ja, ihr seht das jetzt auch, ne? Weil jetzt auch gerade wirklich das Sonnenlicht hier reinkommt. Das ist so heftig. So, so heftig. Wow. Das ist einfach richtig deckend. Ich habe da auch andere Farben von oder eine andere Farbe. Aber ich glaube, damit möchte ich mir wirklich so einen richtigen Kati-Look mal schminken. Kann ich mal versuchen. Ja, ja, eine Hommage an die liebe Kati. Aber da sind hier noch ein paar weitere Produkte, die ich dann für den Look verwenden kann. Und ich meine auch, dass sie, wenn man auf der Purish Homepage vorbeischaut, da einen Look veröffentlicht hat. Also quasi, oder ein Video, wo sie das halt schminkt, ne? Da gibt es zum Beispiel hier auch von Nabla den Cupid's Arrow. Und den hat sie hier reingepackt in der Farbe Arrow Nummer 10, Midnight Grey. Das ist dieser hier. Und den habe ich aber schon da. Das heißt, den werde ich dann aus meiner Sammlung integrieren. Das ist halt ein wirklich dunkles Graublau, aber ganz, 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 ganz dunkelgrau. Und damit kann man halt mit den Cupid's Arrows kannst du richtig gut arbeiten. Du kannst es auf deine Wasserlinie geben. Du kannst es als Eyeliner-Ersatz verwenden. Du kannst es aber auch, das macht super gerne Jennys Highlights, dass du dir so ein V damit quasi machst und das so verblendest und das so als so eine Art Base verwendest. Also richtig, richtig cool, wie man mit den Teilen arbeiten kann, ne? Da kannst du echt schnelle, schöne Looks mitmachen. Finde ich
überragend cool. Und ich glaube, auf Denissa Myricks und auch auf Nabla bekommt ihr aktuell mit Claudis Welt 15, das ist mein Affiliate-Rabattcode, Rabatt. Ich blende euch hier auch mal ein, auf welche Marken das aktuell gilt von Purish, also in dem Online-Shop. Schaut da gerne mal vorbei. Dann hat sie hier einen Blush mit reingepackt und das hat sie auch selber in ihrem Unboxing gesagt und das fand ich super interessant, ist die Farbe Blooming Hibiscus von Catrice Cheek Lover Blush. Aber das ist wohl eine in Anführungsstrichen Fehlproduktion gewesen, weswegen diese Farbe etwas abweichend ist von dem normalen Blooming Hibiscus Ton, den ich auch habe. Ne? Und dementsprechend habe ich jetzt quasi noch eine dritte Blushfarbe von diesen Cheek Lover Oil Infused Blushes von Catrice. Auch das finde ich schön und das ist so ein 2-in-1 Produkt, weil du kannst es quasi als Blushlighter verwenden. Also du trägst den Blush auf und hast trotzdem diesen Glow. Das ist natürlich super, wenn du einen schnellen Look einfach mal machen möchtest. Ne? Dann gibt es hier einige, erstmal ein bisschen Füllmaterial, ne? Einige Lippenprodukte, aber bevor ich euch die drei Lippenprodukte zeige, tatsächlich drei, aber das passt auch zu Kati, den Pinsel von Maxime hat sie mit reingenommen und das fand ich halt auch so cool von ihr, weil das halt genau das repräsentiert, was ich auch in meinem Herzen trage, nämlich Support ist kein Mord, Support ist viel wichtiger als Ellenbogenmentalität und das ist halt der Puderpinsel von Maxime in der Kooperation mit Catrice gewesen und es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Produkt von einem anderen Influencer in eine solche Box mit reingibt. Einfach, ne? Weil man ja auch ein Stück weit immer so dran denkt, ja auch irgendwie so sein eigenes Süppchen zu kochen. Aber das hat Kathi einfach überhaupt nicht im Kopf. Sie packt einfach einen Pinsel von Maxime hier mit rein. Das fand ich einfach richtig herzensgeil, als sie das gemacht hat. Herzensgeil ist ein neues Wort jetzt hiermit. Und jetzt habe ich neben dieser limitierten sonnengelben Tasche, die ich glaube ich, als ich die das letzte Mal hatte, meiner Mama geschenkt habe, weil ihre Lieblingsfarbe gelb ist, noch drei Lippenprodukte. Zum einen von Catrice, den müsste ich da haben, ja, Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint Stay on Over 020 ist die Farbe und das ist so eine affengeile Frühlingsfarbe. Richtig, richtig cool und das macht dir halt einen Tint auf die Lippen drauf. Ja, finde ich cool, habe ich wie gesagt schon da. Dann hat sie hier von LH Cosmetics, von Linda Hallberg, den Crayon, habe ich noch gar nicht ausprobiert, in Dusty Pink. Da sagte sie, auch das kannst du als Blush verwenden. Ist halt so ein All-Over-Pen, also die kannst du als Eyeliner, als Lipliner und als Blush verwenden. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf. Ist eine wunderschöne Farbe als Lippenfarbe. Finde ich total hübsch. Den swatche ich hier mal daneben. Ja, das ist eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Rosenholzfarbe, ne? Mag ich gerne leiden. Jetzt gucke ich mal, wenn ich den, also den kannst du anspitzen, ne? Wichtig, das ist ganz wichtig. Damals wusste ich nicht, dass man solche Stifte anspitzen kann, weil das ist ja kein Holz außen drum zu. Wie das so ist, oh, wirklich cremig. Wenn man den so zieht, blendet, sagt man eher so im Fachjargon. Okay, dann hat man einen eher herbstlichen Blush, ne? Sieht so aus. Ich muss mir eben einen Schluck trinken, weil gerade... ein Krümmel in der Tröte, ey. Aber Tröte wäre die Nase. Ah, besser. Danke. Ja, mega. Wird ausprobiert. Wie gesagt, das kann ich ja auch wirklich in dem Look dann mal integrieren. Ich glaube, ich mache da ein Reel oder ein Short oder sowas zu. Das geht dann ein bisschen zügiger. Und als letztes in der Farbe Libido Beyond Jelly Sheer Supple Lipstick. Richtig, richtig tolle Konsistenzen. Also richtig, richtig hübsch. Mag ich so gerne leiden. Diese Bezeichnungen sind natürlich immer der Hammer, ne? Libido ist ja die Lust. Und ja, wunderschön. Guckt euch den mal an. Beautiful. Beautiful. Und das ist halt von der Konsistenz auch eine ganz tolle Geschichte. Ich weiß jetzt echt nicht, habe ich den schon, habe ich den noch nicht? Ich habe hier auf jeden Fall Lust auch liegen. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich habe ihn tatsächlich selber schon da. Das heißt, der kommt dann auch demnächst in eine Verlosung. Habe ich dann einmal hier. Habe ich euch auch in einem Short gezeigt. Das ist nur eine tolle, oh, schöne Geschichte. Schaut euch das an. Also wirklich, wirklich wahnsinnig coole Produkte in der Box. Das ist jetzt auch das letzte Produkt gewesen. Und ich kann Kati wirklich zu dieser Kooperation nur beglückwünschen. Richtig tolle Produkte hat sie hier in die, Box hineingepackt, um einfach den oder diejenigen, also um die Person, die diese Box kauft, ein bisschen aus der Komfortzone herauszulocken, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, gedecktere Looks zu schminken. Denn auch den
Denissa Myricks Twin Flame kannst du dir ja als Eyeliner einfach auftragen, ne? Und dann hast du es halt auch nicht so baboom krass. Das ist halt auch so eine Sache. Und wenn du es krass haben willst, dann machst du so einen Kati-Look, ne? Du kannst dir das aber auch aufs Lid geben und nach oben hin ausblenden. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Also richtig, richtig schön. Auch die verschiedenen Lippenprodukte mag ich gerne leiden. Und ja, also wirklich herzlichen Glückwunsch an Kati für die Kooperation. Und ja, schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit verlinkt, also die Box auch dazu, ne? Und, oder die Bag. Und dann, wie gesagt, supportet gerne Kati, wenn ihr die Produkte cool findet. Und das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!